Guten Tag, Freunde, und willkommen bei EA Sports FIFA 15, der Demo. Auf der Xbox 360 leider. Ich hätte es gerne auf einer PS4 oder Xbox One gespielt, aber... It's in a game. Aber, ja, soll ich mir aus den Rippen ziehen, die Xbox oder die PS4? Kann ich leider nicht. Hab leider keine da, deshalb auf der 360, aber das Hauptfeature, was das Spiel angeht, hat die Xbox 360-Version auch. Und das zeige ich euch jetzt gleich. Ich habe richtig Laune. Ich habe eine Runde gespielt bis jetzt. Ich hoffe auch, die Musik ist wieder aus, weil mit den letzten FIFA-Parts habe ich Musik mitgebracht. Wurden sie leider gesperrt bei FIFA 14. So, wir spielen gelegentlich Fußball. Klassisch. Wir bleiben bei Borussia Dortmund. Braucht ihr mich? Ich bin neutral. Das ist natürlich noch da. Na, 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 na. Na 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 na. Mu 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 Musik weg. So. FIFA 15, ihr seht, das ist alles ein bisschen dunkler, habe ich das Gefühl. Also die Jungs von EA, das Feature, wir können ja nur Anstoß machen, der Rest ist ja leider noch nicht freigeschaltet in der Demo. Leider sehen wir jetzt, ich fange erstmal an, was wir nicht sehen. Aber wir lesen erstmal das Gameplay. FIFA 15 erweckt den Fußball zum Leben, so erleben Fans ihren Sport vollkommen neu. Dank Authentic Player Visuals wirken die Spieler athletischer und ähneln ihren realen Vorbildern verblüffend. Mit Player Control sprechen die Spieler auf dem Platz noch direkter an und durch das Man-to-Man Battles Feature werden Zweikämpfe intensiver geführt als je zuvor. Fußball ist das größte Schauspiel auf Erden. FIFA 15 bereitet ihm die Bühne und lässt Fans die Intensität dieses Sports hautnah erleben. Agility and Control. FIFA 15 bietet eine völlig neuartige Aktivität und Kontrolle. Präzisere Schritte und Drehungen bei niedrigem Lauftempo sowie engere Ballführung bei hohem Tempo ermöglichen eine genaue Steuerung und eine verbesserte Beweglichkeit auf dem Spiel. Man-to-Man-Battles. Die Physis ist bei FIFA 15 entscheidend. Beim Kampf um den Ballbesitz. Verteidigen mit dem gesamten Körper, entschuldigt, auf Ballbesitz. Ausgerichtete Zweikämpfe. Und die Sturzphysik, all das macht Verteidigung so interessant wie nie zuvor. Ja, aber das, was jetzt so geil ist eigentlich, kam, stand gar nicht drin, nämlich die neue Torwart-Engine. Die Torwarte sind jetzt so geil, wenn du einen richtigen Schuss reinziehst. Die springen hinterher, versuchen den zu halten, manchmal fausten sie sind weg. Früher haben sie den immer nur gefangen oder nicht gehalten. Jetzt sind die so geil. Das hat mir direkt so Spaß gemacht. Wir spielen gegen Manchester. Das letzte Mal habe ich gegen FC Barcelona 3:1 gewonnen. So, Profi heute 3 Minuten. Kann man hier irgendwas einstellen? Außer Schwierigkeitsgrad. Ein Anfield-Zimmer. Ne, kann man nicht. Ach, guck mal, der Adidas-Ball. Brazuca. Okay, gut. Beginnen wir mit der Runde. Eine Runde. Das bedeutet ungefähr 3 Minuten. Hui. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie das geht. Die Spiele habe ich schon bei FIFA 14 nicht gerafft. Okay, also, die Rasen-Engine wäre auf der Next-Gen-Konsole oder auf dem PC natürlich viel geiler. Die haben jedes Grashalm jetzt einzeln gerendert. Das ist natürlich auf der Last-Gen-Konsole nicht. Aber ich sag mal, die hauptentscheidenden Features, die sind natürlich auf der Last-Gen. Nämlich diese geilere Physik. Oh, und da haben wir schon mal einen schönen Ball. Oh, und schon direkt mit Sven Bender das erste reingezimmert nach 5 Minuten. Saugeiles Tor, schönen Laufpass gegeben, war knapp, aber durch die Arme des Keepers und rein in den Kasten. Tsch. Schönes Ding, hätten jetzt andere gesagt. Und das finde ich auch. So, okay. Aber das war ja Bender, der hat ja gar nichts mit unserem Sturm zu tun eigentlich. Deshalb wechsle ich jetzt mal zu... Marco Reus sollte eigentlich jetzt machen. Ich bin mal gespannt, wie die Kommentatoren sind beim neuen
beim Deutschen dann. Also die amerikanischen sind echt geil. So, Roman Weidenfeller und tsch. So. Ich weiß aber nicht, wie man den ausspricht. Immobile. Oh, Royce. Royce natürlich, nicht Royce. Immobile. Hat einen geilen Pass gegeben. Royce hat leider nicht verwertet, aber war ein schönes Spiel. So, leider, ich versuche ja schöne Weitschüsse eigentlich zu machen, damit man mal sieht, wie die Keeper jetzt hechten und wirklich versuchen, alles dagegen zu machen. Scheiße. Er hat einen Ausgleich gebracht. Aber man hat gesehen, wie der Keeper gesprungen ist. Aber leider zu spät. Ja. Okay, 1-1. Ist aber nicht schlimm. Ja. Es hat schon mal geklappt, aber warum hat der jetzt so komisch geschrien? Ach, da hat jemand einen Ball abgekriegt. Okay. Das ist auch neu, dass die jetzt nämlich Sounds auf den Platz geben und dass man dann da ein Feedback daraus holt. Na, der hat wahrscheinlich den Ball abgekriegt und so komisch Geräusche gemacht. Könnt ihr mal zurückspulen, falls ihr es nicht verstanden habt. Ich war zumindest kurzzeitig leise, sonst hätte ich selbst nicht gehört. So, Einwurf. Flaschikowski. Zu Immobile. Nee. Nee, hat ernsthaft passiert. Aber schön drüber gesprungen ist er, aber trotzdem verliert er. Nee, er verliert doch nicht den Ball. Oh, Jürgen Klopp, sagen sie gerade was. Mensch. Habe ich mich auch schön davor gelegt. Aber ich habe gerade, war jetzt ja leise, habt ihr gerade gemerkt. Weil ich habe den Kommentatoren zugehört, was die erzählt haben. Und die haben gerade gesagt, dass Borussia Dortmund eine echt geile Saison gespielt hat und ein echter Konkurrenz für Bayern war. Es ist ein, was ist denn hier mit FIFA los? Bin ich mal gespannt, ob das auch die deutschen Kommentatoren machen. Die haben zwar auch schon immer sowas angedeutet, solche Gespräche, aber sie haben es nie durchgezogen. Jedes Mal, wenn du was gemacht hast, haben sie unterbrochen dann. Die haben jetzt ja wirklich bei jeder Situation ja weitergeredet, außer was da auf den Torschuss zuging. So kannte ich das jetzt von FIFA 14 auch noch nicht. Aber ich weiß nicht, ob das nur die deutschen Kommentatoren sind, die immer so scheiße sind, weil die klingen echt geil. Die klingen auch nicht so wie aus dem Dings. Wie aus dem Tonstudio, die klingen wie aus dem Fernsehen, so wie das sein muss eigentlich. Oh, schön dran gehalten. Schön, da habt ihr gesehen, wie der Keeper gesprungen ist und auch gekriegt hat. 1-1, ja. So, Statistiken haben wir hier. Ach, die kennen wir ja alle schon. Ja, die haben ein bisschen mehr Ballbesitz gehabt und den ihre Schussgenauigkeit war auch viel genauer. Dafür ist meine Passgenauigkeit höher. So, das Wechselsystem ist ein bisschen verändert, wie man hier gerade sieht. Man hat nicht mehr so eine Liste, sondern man hat jetzt hier seine Leutchens. Und wir nehmen jetzt mal den Blaschikowski. Gehen zu den Auswechselspielern. Der ist rechter Verteidiger. Ne, nicht rechter, der ist links. RM. Dann gehen wir mal den hier rein. Und den Kevin Großkreuz packen wir für den Piszczek. Haben wir noch jemanden für die Position? Ich will ein bisschen hier wechseln. Nehmen wir Kehl. Okay, weiter. Spiel fortsetzen. Also man sieht es ein bisschen anders. Und man sieht jetzt übrigens auch unten bei den Namen die Trikotnummer, falls ihr es gesehen habt. Hier Reus die 11 zum Beispiel jetzt. Mann. Ey, bei FIFA 14 hat das so geil immer geklappt. Einfach aus dem Nichts rausgeschossen. Dann ist er einfach der Keeper in die falsche Richtung gesprungen. Ein paar Mal immer. Und dann gab es Tore. Aber wie gesagt, neues FIFA, da kann es auch sein, dass es solche Tricks nicht mehr gibt. Aber ja, bei FIFA hat es auch nicht aufgeklappt, aber es hat funktioniert mal. Ein paar Mal. Uiuiui, habt ihr gesehen, wie er sich gestreckt hat, der Roman.
Die Torwarte waren ja eigentlich immer die, die mich am meisten bei FIFA gestört haben. Da muss ich PES loben. Da haben die Torwarte am authentischsten immer reagiert und auch gehandelt. Ich wollte da schön reinflanken. Ah, da hat das verkackt. Wer war denn das? Wer war das? Ah, nein. Ich dachte, da hechtet der jeweilige da unten war nochmal rein. Aber leider nicht. Okay, ein 1-1 ist natürlich jetzt ein bisschen scheiße, finde ich. Und auch, sie passen mal die gegnerische Torwarte. Ey, das gab's sonst auch nur fast nie. Das hat er jetzt schon zweimal oder dreimal gemacht. Oh, jetzt habe ich meinen eigenen Spieler gelegt durch diese Aktion. Ist natürlich nicht gerade gut, so eine Aktion zu bringen. Ey, Elfer, Elfmeter. Ja, er gibt den Elfer und auch noch eine Karte dazu eigentlich. Er kann es ruhig noch eine Karte dazu geben. Ja, gut. Ach, dem Mikedis war das auch noch. Guckt euch das an. So, der erste Elfer bei FIFA 15 für mich. Huiuiui, ich dachte schon, er schießt wirklich nicht ein bisschen. Ich habe nur ganz kurz nach links gemacht, dass er ein bisschen, also an der linken Hand vorbeigeht. Also bei ihm die rechte. Von mir aus gesehen war es ja links. Und ich dachte, er hechtet wirklich in die Richtung jetzt rein, weil er so nach rechts gegangen ist von seiner Seite aus. Also, aber schönes Ding, jetzt sind wir wenigstens wieder in Führung. Danke für diesen Elfer. Ja, ey, er geht schon wieder rein. Ey! Freistoß, sehr gut. Boah, den habe ich schon beim ersten Spiel, habe ich den mit Reus reingemacht. An der Mauer haben wir versagt, aber da war schon wieder richtig schönes Ding. Ich habe mich schon wieder fast drinne gesehen, aber. Da hat diesmal ein bisschen was gefehlt. Da war der, den ich bei meiner Singleplayer-Runde gemacht habe, viel schöner der Schuss. Der ging ja auch rein. Ach nein. Jetzt klingelt das bei denen auch noch. In der 82. Uiuiuiui. Nein, nein, nein. Keinen Fehler jetzt machen. Ah, Mann, warum bleibst du so hässlich stehen? Er wurde eigentlich bedrängt. Meiner Meinung nach. Ja, nein, 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 nein. Nicht schnell ausführen. Ach doch, er führt ihn schnell aus. Sauber. Roman, ein kleines bisschen weg. Genau, dahin. Ja, nicht dahin. Da, zu dem einen solltest du eigentlich. Was haben wir hier? Team Pressing machen wir jetzt. Und wir machen auf hohen Druck. Ach, brauchen wir gar nicht. Ist schon zu Ende. Ja, unentschieden. 2-2. Einen schönen Elfer haben wir reingemacht. Und Benderseits in der 5. war natürlich die Krönung. Das war ein Zuckerschlecken, das Ding. Also FIFA 15. Richtig Laune. Falls ich jetzt im nächsten Jahr eine Next-Gen hole, ist FIFA 15 natürlich das erste Spiel, was da drauf kommt. Oh, guckt euch das schöne Tor an. Geiles Ding von Bender. Ja, das war nicht so schön. Der war auch schön, aber leider vorbei. Der war natürlich auch... Das war jetzt nicht so schön, da gibt es schönere Elfer, aber... Drinne ist drinne. Oh, das war das geilste Tor im Spiel gewesen. Tsch. So, okay. Oh, wir haben aber einen miserablen Ballbesitz hier. Uiuiui. Muss man ja ehrlich mal sagen. Okay, gut. Ach, es geht noch weiter.
Ach, jetzt gibt's 11 Meter. Ich dachte, die belassen das so. Okay. Rechts, links, oben und. Oh, ich weiß es nicht. Rechts. Ja! Woo! Ohne richtig. Fuck. War nicht weit genug nach rechts. Okay, jetzt machen wir mal. Rechts oben. Oh. Ich habe zum Glück nach unten aus Reflex gedrückt. Oh, Kevin Großkreuzer geht daneben. Oder nicht? Oh, jetzt kann er mit dem Döner werfen. So, wir sind in Führung. So, der schießt nach links. Scheiße. Und schießt die nach rechts. Ja, wäre jetzt traurig gewesen, wenn der nicht drin gewesen wäre. Okay, der entscheidet. Wenn wir den halten, haben wir gewonnen. Es vibriert schon wieder. So, Roman, komm. Wir gehen nach rechts. Wer ist das? Wer da schießt? Ach, Davi Silva. Boah, wenn der jetzt nach links schießt. Ich hasse dich sowas von. Oh. Wer schießt? Alter, der war mit der Hand dran, Roman. Was ist denn das? Ist das Ben, oder? Ich erkenne die Leute alle nicht. Nee, Reus ist das. Da! Oh. Geiler Schuss, Alter. Der am Fuß ist er oben zur Latte geprallt und rein. Oh, schöne Dinge hat er gehalten. Roman, ja, du kannst dich fallen lassen. War echt geil, die Parade von dir. Schönes Ding. Oh, es ist zu leise. Hätte man noch schon ein bisschen Stadionstimmung bringen können. Okay, also emotionsmäßig und so spielmäßig echt geil, der FIFA 15. Ich würde gern die Next Gen mit der Ignite Edition, mit der Ignite Engine mal spielen. Aber ja, wo soll ich denn? Wo soll es herkommen? Ja, also, wir hören uns dann im nächsten Video wieder. Mal gucken, was ich noch für Spiele finde. Wenn es eine Demo gibt, wird die natürlich angezockt. Und dann haben nochmal das Bender-Tor. Das kommt wahrscheinlich eine Stunde, wenn wir das hier anlassen. Also, okay. Wir beenden. Und hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein, euer Florian. Und denkt dran, immer schön die Augen offen. Immer schön den Daumen nach oben, denn dann werde ich euch loben. Also, haut rein. Tschüss.